Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schütze! Du könntest dich in einer Situation befinden, in der du deinen Charme und Witz einsetzen musst, um Spannungen abzubauen. Die Atmosphäre um dich herum könnte sich wie ein Stau anfühlen und dich unruhig machen. Um das Problem zu entschärfen, solltest du eine fröhliche Fassade aufsetzen und die Aufmerksamkeit von den Schwierigkeiten ablenken, indem du Witze reißt. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Technik zwar die Konfrontation mit dem Problem vorübergehend hinauszögern kann, aber keine dauerhafte Lösung bietet oder dich davor schützt, dich in Zukunft damit auseinanderzusetzen. Die heutige Ausrichtung der Planeten betont deine träumerische und fantasievolle Seite. Es ist ein guter Tag, um dich kreativ zu betätigen, mit Freunden einfühlsame Gespräche zu führen und dir die nötige Zeit zu nehmen, um deine Gefühle zu einem bestimmten Thema zu erkunden. Denke daran, dass du nicht immer alle Antworten haben musst, aber deine Gefühle zu verstehen ist ein wichtiger Schritt. Zur Selbstfürsorge gehört auch, dass du deinen Körper mit hochwertigen Lebensmitteln ernährst, ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst und dafür sorgst, dass du jede Nacht ausreichend Schlaf bekommst. Regelmäßige körperliche Betätigung beugt Stagnation vor und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Achte darauf, dass du dich nicht in das intensive Kreuzfeuer von Konflikten begibst, wenn du nicht darin verwickelt werden willst. Bemühe dich um emotionale Neutralität, wenn du mit Argumenten oder Meinungsverschiedenheiten konfrontiert wirst. Wenn du dich von einer Seite des Streits emotional mitreißen lässt, kann dich das in einen Strudel ziehen, aus dem es schwierig wird, wieder herauszukommen. In solchen Situationen ist es am besten, wenn du so unparteiisch wie möglich bleibst. Das Zusammenspiel der himmlischen Energien fordert dich heute dazu auf, zwischen Leidenschaft und Romantik zu unterscheiden. Denn das sind zwei unterschiedliche Phänomene. In deiner engen persönlichen Beziehung könnte das eine das andere überschatten, aber das muss nicht so sein. Deine Aufgabe ist es, den Schlüssel zu finden, der die verschiedenen Facetten deines Wesens und das deines Partners aufschließt, und ihn mit Bedacht einzusetzen. Auf diese Weise kannst du ein harmonisches Gleichgewicht zwischen diesen beiden wichtigen Aspekten eurer Beziehung herstellen. Während du durch den Tag gehst, könntest du auf unerwartete Schwierigkeiten oder Auslöser stoßen, die Frustration hervorrufen. Diese könnten sich in Form von zwischenmenschlichen Konflikten oder unerwarteten Herausforderungen in deinen beruflichen Bemühungen äußern. Hinter den oberflächlichen Irritationen verbergen sich jedoch wertvolle Chancen für persönliches Wachstum und Transformation. Nimm diese Hürden als Katalysatoren für positive Veränderungen an. Im Laufe des Tages wird deine Entschlossenheit, diese Hindernisse zu überwinden, dich zu innovativen Lösungen führen und dir ein neues Gefühl der Stärke geben. Denke daran, dass Unbehagen oft als Sprungbrett für tiefgreifende Lektionen dient, die dich zu größeren Erfolgen und persönlicher Entwicklung führen. Unter dem Einfluss des Zwillingsmondes verlagert sich deine Entscheidungsfreudigkeit von der emotionalen zur intellektuellen Ebene. Die analytische Natur des Zwillingsmondes passt gut zu deiner natürlichen Neugier und deinem Forschergeist. In dieser Mondphase wirst du dazu ermutigt, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und für jede Herausforderung zwei mögliche Lösungen zu finden. Lass dich von deiner angeborenen Neugierde leiten, während du metaphorisch die Steine der Ungewissheit umdrehst und allmählich die Klarheit und das Verständnis freilegst, nach denen du suchst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können.
Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Schwerter steht für schnelles Handeln, Ehrgeiz und eine entschlossene Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Schwerter spüren könntest, die den starken Wunsch beinhaltet, entschlossen zu handeln und deine Ziele mit Begeisterung zu verfolgen. Sie steht für eine Zeit der Entschlossenheit und das Potenzial für schnellen Fortschritt. Der Ritter der Schwerter ermutigt dich, deine Ziele selbstbewusst zu verfolgen und Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen. Er erinnert dich daran, dich auf deine Ziele zu konzentrieren und mutig zu sein. Diese Karte lädt dich dazu ein, eine mutige und ehrgeizige Haltung einzunehmen. Der Ritter der Schwerter wird von dem Eremiten begleitet. Diese Karte steht für Introspektion, innere Weisheit und Einsamkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du nach inneren Antworten suchst, in der du die Einsamkeit findest, um nachzudenken, und in der du durch innere Erkundung tiefere Einsichten gewinnst. Der Eremit lädt dich dazu ein, dir Zeit für Selbstbeobachtung und Selbstfindung zu nehmen. Er erinnert dich daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit in dir zu suchen. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du durch Momente der Einsamkeit und des Nachdenkens Klarheit und Verständnis erlangst. Der Ritter der Schwerter und der Eremit bilden zusammen eine interessante Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Schwerter betont Ehrgeiz und Entschlossenheit, während der Eremit die Bedeutung von innerer Weisheit und Selbstbeobachtung hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du schnell und entschlossen auf deine Ziele zugehst. Sei mutig und durchsetzungsfähig in deinen Bestrebungen und bleibe auf deine Ziele fokussiert. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Eremiten, indem du dir Zeit für die Selbstbeobachtung nimmst und die Weisheit in deinem Inneren suchst. Finde Momente der Einsamkeit und Besinnung, um Klarheit und ein tieferes Verständnis zu erlangen. Diese Deutung steht für einen Tag mit ehrgeizigen Aktionen, Selbstfindung und dem Potenzial, innere Weisheit zu erlangen. Mache dir die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du mutig vorgehst. Nutze die transformativen Qualitäten des Eremiten, wenn du nach Antworten in deinem Inneren suchst und die Einsamkeit zum Nachdenken suchst. Denke daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit deines Inneren selbst zu suchen. Handle entschlossen, um deine Ziele zu erreichen, und suche Momente der Einsamkeit, um tiefere Einsichten zu gewinnen. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Schwerter und des Eremiten kombinierst, kannst du mit Ehrgeiz, innerer Weisheit und dem Potenzial für schnellen Fortschritt und persönliches Wachstum durch den Tag gehen.